Jubiläum hier zu sein. 20, Stefan. Schön, dass du dabei bist. Ja, komm zu uns, Mensch. Du bist gerade. Mikro ist aus. Wir wollen gerade. Ja, ist egal. Nehme ich das hier. Dankeschön. Bis zum 20. haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist ja erst am 1. September-Wochenende. Aber ihr seid sozusagen unsere großartigen Vorboten. Was mich interessieren würde, ist, ihr seid momentan irre viel unterwegs. Timon, kommt ihr überhaupt noch dazu, ab und zu mal zu Hause zu schlafen? Erkennen die euch zu Hause noch? Ja. Also, doch, das geht schon. Das Schöne ist, wir nehmen ja ab und zu unsere Familie auch mit. Meine ist zum Beispiel heute hier vorne. Ach, ist ja? Sie da? Also von daher, ja, wir sind zwischendurch immer wieder mal zu Hause. Das sind wir, aber wir sind auch gerade wirklich viel unterwegs. Ist ja auch gut so, denn letzte Woche kam unser neues Album, Tanz, Tanz, Tanz. Und deshalb, ja, wer hat es denn überhaupt schon? Mal die Hände nach oben. Album! Ja? Wunderbar, sehr schön. Ja, und deshalb sind wir logischerweise gerade auf großer Autogrammstundentour und heute in Halberstadt, was natürlich sehr schön ist. Genau. Habt ihr heute auch ein paar Autogramme mitgebracht? Ach, eine ganze Menge, aber ich habe ja auch meine Familie mitgenommen. Drei, vier andere habe ich dabei. Alles Verwandte. Genau. Habt ihr später noch Lust auf ein paar Autogramme in Halberstadt? Wollt ihr? Ja! Natürlich! Ja. Gucken wir mal. Was ich ja großartig finde, ihr seid erfolgreich, ihr kommt hier rum und ihr habt Fanclubs, oder ja, man muss eigentlich sagen, mehrere Fanclubs, und ihr habt euch auch ein paar nette Mädels aus dem Fanclub oder aus den Fanclubs mitgebracht, und wir holen sie mal nach oben, oder? Das sind gerne. Silvia, ja. Ina und Johanna. Ihr vier, ein Applaus mal. Noch bitte für dich und das in unserem Fanclub. Kommt zu uns. Kommt mal hier in unsere Mitte. Cool. So. Wo ist die Alette? Da ist die Alette. Willst du mal hier an meine grüne Seite kommen? Alette, ich wollte ganz kurz sagen, wo seid ihr her? Ich bin aus Köln. Wo kommen die anderen her? Sauerland. Aus Blankenburg. Blankenburg? Sauerland. Sauerland, das ist so eine Ecke weg. Und dann haben wir... Johanna fehlt noch. Was kann die zur Entschuldigung vorbringen? Stau. Ach, Stau, okay. Also, ihr habt euch was Nettes überlegt. Ihr habt nämlich gesagt, wenn so viele Leute hier in Halberstadt zusammenkommen, dann geben wir noch ein bisschen was zurück, oder? Ihr habt euch ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und wir hoffen jetzt, dass ihr Lust habt, ein kleines Gewinnspiel mitzumachen, was zu gewinnen. Ihr habt hier vorne so kleine Zettelchen. Habt ihr schon was ausgeteilt? Ja. Jetzt ehrlich, weiß man deine Aktion jetzt gerade. Wer hat denn alles hier so ein kleines Zettelchen? Mal die Hand hoch. Wir haben. Guck mal, einige. Ja, sehr schön. Wer von denen, die ein Zettelchen haben, würden gerne was gewinnen? Ja. Wer will nichts gewinnen? Ah, keiner. Okay, ich verstehe. Ja. Gut. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt jetzt hier so quasi zu jeder Nummer, die im Publikum verteilt ist, das Gegenstück. Und wir würden einfach ein paar Nummern ziehen, dann habt ihr ein paar tolle Preise dabei, oder? Ja? Was gibt es? Oh ja, mal Tassen, Tassenstecker, Fotos, einlaminiert. Geil. Ja, großartig, oder? Timo, das haben die sich einfach so ausgedacht, das ist eine Geschichte, oder? Ja, man muss echt sagen, das ist unser Fanclub, ja, unser offizieller, und die Mädels sind spitze. Ja, vielleicht mal einen kleinen Applaus dafür, dass sie immer so einen Einsatz bringen. Das haben sie sich wirklich selbst ausgedacht, das war nicht von uns, sondern die haben uns vorher gesagt, Jungs, wir haben eine Aktion vorbereitet, wir möchten eine kleine Verlosung machen. Und natürlich, falls ihr Lust habt, kommt gerne dazu. Unser Fanclub heißt auf Facebook die Zipfelbuben-Fans. Und ja, die posten ganz andere Inhalte als wir auf unserem Zipfelbuben-Profil. Deshalb ist es umso schöner, dass ihr heute mit dabei seid. Vielen Dank dafür. Ja. Genau, vielen, vielen Dank. Schöne Idee, dann würde ich sagen, lösen wir das einfach ein, oder? Wer zieht die erste? Ich will. Unbedingt. Ich will Glücksspiel spielen. Okay. Ganz ehrlich, ich weiß von der Aktion wirklich nichts, weil ich gerade hinten war. So, Flo. Okay, warte. Du musst jetzt, bevor du ziehst, ja. Sei dir gewiss, dass die Nummer, die du nicht ziehst, machst du unglücklich, ne? Das ist jetzt eine schwere Last. Immer so irgendwie. Dann kann das nicht alle glücklich machen, aber eine oder einen werde ich jetzt glücklich machen. Ja. Und zwar ja, genau den hier. Er macht's aber auch dramatisch. So. Ja. So. So. Und zwar habe ich hier die Numero... 9. Wo ist die 9? Wer hat Guck 9? Mal, die junge Dame hier unten. Da kommt zu mir. Hi. Wie heißt du denn? Kriegt man das hin? Das gibt's so gar nicht zu kaufen. Das Poster, das Plakat und das gibt's so auch nicht. Exklusiv. Genau. Poster. Okay. Das haben die Mädels extra. Ich will sagen, jetzt bin ich auch schon direkt der Nächste, der die Karte zieht. Und während der Nächste. Gibt es ja nachher ganz kurz auch bei der Autogrammstunde die Möglichkeit, das ist noch Gegenzeit. Unbedingt, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Nach der Autogrammstunde bringst du es mit. Wann geht der Zug zurück nach Plauen? Hallo. Wann geht der Zug? Du hast noch ein bisschen Zeit, ne? Oder? Wann musst du zurück? 16 Uhr. Das kriegt man hier irgendwann. So, okay, ich habe eine höhere Nummer gezogen. Und zwar die 45. Fertig, 45. Wer hat die 45? Will keiner? Dann behalte ich die Tasse. Da ist ein Arm! Oh! Ja? Hey! Wo war der Arm? Kommt die zu uns! Da! Na, so. Ganz. Dann gibt's auch
für dich ein kleines. Ach, guck mal, hier so ein Anstecker. Wir haben hier so einen wunderschönen Anstecker für dich. Bitte schön. Oh, Heike ist sogar nieder. Heike ist beliebt, wie es aussieht. So, der ist ja, ja. Felipe, du bist der Nächste. Ich glaube, die wird auch gerade ein bisschen beneidet, die Heike. Ja. Ich glaube, wir haben noch zwei andere da. Notfalls. So. So, ich habe auch eine Zahl gezogen, das ist die 49. 49, ja. Heike! Nein, war nicht. Wer hat die 49? Ist da hinten? Da hinten? Lasst euch da! 49! Komm mal ran hier! Ja, wunderbar! Komm zu uns! Hammer! Das ist ein junger. Entschuldigung, bisschen hell! Zack, komm! Au, ich nochmal! Komm, mach mal hin jetzt! Die Leute wollen nicht warten, die wollen Musik hören! Zack! Und zwar die. Hey, was ist alles? 48! Ist schon wieder eure Truppe da hinten, oder? 40er Liga. 48! Das Alter von Dirk! Entschuldigung! Das habe ich verraten. Ja. 48! Die jungen Mann? Ihr müsst. Wenn's jetzt. Ich zähle bis drei. Hast du die Achtung? Warum traust du dich denn jetzt? Ich komm mal zu mir. Ein Applaus für den jungen Mann mit dem Hut hier. Finish! Stapel 53! Wie heißt du? Und ich immer mal rein. Matthias! 53! Wer hat die? Frage mal. Manuela! Wer? Ihr? Echt? Manuela. Hey! Ist das Manuela? Das ist eigentlich ja. Schade, dass sie Timo, ja. Timo kennt ihr euch. Du hast den Zettel die 53 gewonnen. Bitte schön. Nein, das war der Zettel. Ja, wir kennen uns sehr gut sogar. Manuela ist schon lange bei uns mit dabei und gehört eigentlich auch mit hier nach oben. Aber im Herzen ist sie hier oben und ja, Dankeschön. Zu Recht gewonnen. So, einen haben wir, glaube ich, noch. Einen haben wir noch. Jetzt kommt der Hauptpreis. Oh. An alle Kaffeetrinker. Eine Kaffeetasse oder Tee. Ah, da kann man auch Rotwein raustrinken. Rotwein, ja, das geht. Wer hat die? Die 28. 28! Hey! Wo denn? Ja, guck mal, Junge! Endlich ein Kind! Komm, zeig mal her! Guck, 28, die junge Dame hat den Hauptpreis! Ein Applaus für die junge Dame, Junge! Die Emily! Emily, viel Spaß! Da kann man doch Saft draus trinken! Das sagst du nur, weil du gerade die ganze Zeit über Kaffee trinken gesprochen. Ja, natürlich jetzt. So! Dann sag ich dich da rein. Emily, okay. Ganz, ganz viel Spaß mit der Tasse. Ich glaube, die kommt auch wahrscheinlich nie in den Geschirrspüler, damit das Dekor nicht abgeht. Ne? Sondern immer schön mit der Hand polieren. Ganz ehrfürchtig und ganz, ganz lange Spaß dran haben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, ihr Lieben. Den kleinen Spaß. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Musik hören, oder? Wollen wir mal Musik hören? Unbedingt. Dankeschön nochmal. Vielen Dank. Also wie gesagt, Dankeschön. Die Zipfelbuben-Fans auf den